diesem Spiel. Trumps ab dafür. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so eine 0815-Lesbe, so, dass man die so überall in irgendein Spiel reindrücken muss. Oh, hier muss eine Lesbe rein. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Mikey North ist der Vorsitzende von Steffs Fanclub und die zwei findet man gewöhnlich mit zusammengesteckten Köpfen an einem der Tische mit 20-seitigen Würfeln. Wann immer sie die Gelegenheit haben. Mein Gott. Mit 20-seitigen Würfeln, wann immer sie die Gelegenheit haben. Wenn das Leben wie einer der Filme aus den 80ern wäre, die Papa immer geguckt hat. Meine Güte. Entschuldigung, die Luft muss gerade irgendwie raus. Wenn das Leben wie einer der Filme aus den 80ern wäre, die Papa immer geguckt hat, dann wäre Mikey der Nerd, der dem Sportler Hosenreißer verpassen. In der echten Welt steckt jeder, der Mikey angreift, tief in der Scheiße. Mikeys älterer Bruder ist Drew North, der Alpha-Sportler von Blackwell. Die Wahrheit ist, dass Mikey einer der wenigen wirklich netten Menschen hier ist, obwohl er manchmal etwas sagt, mit dem er einen düsteren Augenblick aufs Leben preisgibt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht Star Trek? Papa hatten wir, das hatten wir. Den hatten wir noch nicht. Drew North ist Mikeys älterer Bruder und die zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Drew ist ein Sportler, die Art, die jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbringt, um seinen Bizeps Namen gibt. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel, aber wie ich höre, ist der echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Goes into, pretty sure. Mike hat mir erzählt, dass Drew mit einem Sportstipendium zur Uni will, was gut ist, denn seine Familie ist noch ärmer als meine. Sein Vater war einer der Fischer, der durch die Presscuts seinen Job verlor. Wie man sich vorstellen kann, steht Nathan deswegen auf Drews schwarzer Liste. Keine Liste, auf der man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann und Scheißkerl überhaupt irgendwer? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Drew wirklich ein schlechter Kerl ist. Aber ich weiß es nicht. Es ist egal, als existieren wir in verschiedenen Ebenen der Realität, die sich zufällig in derselben Schule befindet. Von mir aus kann es gern so bleiben. Was Blackwell-Schule angeht, ist Elliot Happen nicht so übel. Er hängt manchmal mit einigen der Idioten rum, aber ich habe den Eindruck, dass er eher ein einsamer Wolf ist, wie ich. Ja, das Bild ist super. Sup! Ähnlich wie bei meinem Stundenplan haben Elliot und ich gemeinsame Geschichte, aber kein Theater und die Chemie stimmt nicht. Wir haben ein paar Mal rumgemacht, kurz nachdem Papa gestorben ist, aber da war nicht viel dran. Ich glaube, ich war bloß gelangweilt oder ein wenig einsam. Seltsam, ich weiß. Ich verstehe Elliot manchmal nicht. Er fragt mich ständig, ob wir was unternehmen, was nett ist, aber ich bin mir nicht sicher, was wir noch viel gemeinsam haben. Denn wenn er mit mir spricht, kommt es mir gelegentlich so vor, als studiere er mich. Ich weiß nicht, ob er nur befreundet sein will oder mir an die Wäsche will. Ich schätze beides, es ist ein Kompliment. Es interessiert mich nur nicht so sonderlich. Sorry, Elliot. Ich glaube, wir haben alle durch. Was haben wir denn hier? Nächste. Max. Den hatten wir, den Firehawk. Den jetzt aber nicht. Du weißt ja, wie es mir so vorkam, als könnten die Dinge zwischen Mama und mir nicht schlimmer werden. Ha, die traurige Wahrheit ist, auf einmal muss ich mitentscheiden, ob ich nett oder ehrlich zu ihr sein soll, denn beides geht nicht. Aber wie soll ich ehrlich sein, wenn den Schnurrbart angeht? Was den Schnurrbart angeht, ohne dass sie mich deswegen angreift. Und warum bin ich die Einzige, die sich wegen den feindlichen Übernahme unseres Hauses sorgt? Heute ein Werkzeugkasten und Schmorbraten. Morgen. Ich sollte hier aufhören, meiner geistigen Gesundheit zuliebe. Hannes Weil Niceberg. Ja, ich weiß, dass Mama sich wegen dem Geld Sorgen macht, aber das rechtfertigt ihren fürchterlichen Männergeschmack nicht. Außerdem weiß Mama, dass ich schwänze. Was scheiße ist, aber auf gewisse Art fühle ich mich besser. Bedeutet das, dass ich ein schlechter Mensch bin? Dass es mich nicht kümmert, dass ich schwänze und dass ich nur erleichtert bin, nicht mehr lügen zu müssen? Antworte besser nicht darauf, Chloe. Chloe, der nutzlose, schlechte Mensch. Max, der Schnurrbart hat mich heute zur Schule gefahren. Ja, so läuft mein Leben. Noch schlimmer, er dachte, diese Fahrt wäre eine Gelegenheit, mir zu sagen, wie die Dinge von jetzt an laufen. Ich habe versucht, den Scheiß schnell zu beenden, aber ich habe das Gefühl, er wird
sich deswegen bei Mama ausholen, weil er so eine Heulsuse ist. Hab wieder von Papa geträumt, der Traum, in dem ich dort war, als es passierte. Es wird jedes Mal schwerer, mich zu erinnern, was echt ist und was nicht. Nach dem Aufwachen weiß ich nur, wie sehr ich ihn vermisse. Ich hoffe, das hört nie auf. Die Chloe, die nicht dort war. Oder doch? Habe ich dir von Nathan Prescott erzählt, alias der, das verwöhnte Arschlochbaby? Erinnerst du dich an diese alte Frage, was wäre, wenn du in der Zeit zurückreist und Hitler ermordest? Ich mache mir Sorgen, dass ich dieses Attentat gerade verhindert habe, als ich dazwischen gegangen bin, als Nathan und Drew vermöbelt wurde. Von Drew vermöbelt wurde. Dem Footballer und allgemein wütendem Teenager. Vielleicht werde ich im Alter reich? Hab mit Elliot gesprochen, er war super nett, wie immer. Er wollte mit mir rumhängen, wie immer. Und ich war unverbindlich, wie immer. Armer Kerl. Er ist echt hartnäckig. Es muss schwer sein, sich einen Scheiß für mich zu interessieren. Wo ich gerade bei sich einen Scheiß interessieren bin. Ich habe heute Morgen mit Steph und Mikey gespielt. Das war nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob ich die Energie habe, mich fortwährend zu interessieren für irgendwas. Es sollte mich vermutlich stören, dass mir alles so egal ist. Aber dann musste ich mich ja für etwas interessieren, oder? Chloe, die Zwickmühle. Max, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wird sie jetzt endlich über Rachel Amber reden? Na gut, du neuriges Miststück. Hier ist es. Rachel Amber ist das beliebteste Mädchen in der Schule und steht auf einmal total drauf, mit mir rumzuhängen. Wie heute Morgen, als sie mich in dem Raum der Theatergruppe schleppte und vor der gesamten Klasse nach meiner professionellen Meinung über wahre Liebe fragte. Ich habe ihr natürlich gesagt, dass wahre Liebe Schwachsinn ist. Mr. Keaton, der Schauspiellehrer, schien mir tatsächlich zuzustimmen. Ich trinke mal irgendwas. So. Dann nahm Rachel mich mit in ihr Ankleidezimmer. Ich muss zugeben, so schnell bin ich noch nie vom ersten Treffen beim Anziehen helfen übergegangen. Aber das ist Rachel. Ihr ist es egal. Sie lässt einfach die Sau raus. Dann kam Rachel mit diesem verrückten Plan an. Wir sollten zusammen die Schule schwänzen und in einem Zug springen. Du weißt schon, so wie Kinder in den 60ern die Schule schwänzen, den 60ern des 19. Jahrhunderts. Bleib dran, Max. Ich habe so ein Gefühl, dass ich dir bald noch viel mehr zu erzählen haben werde. Chloe, Liebesdoktor. Max, haben wir je zwei Wahrheiten und eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hatten es zwei Wahrheiten und... Oh mein Gott, kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe, die Schuld erdrückt mich genannt. Zwei Wahrheiten und eine Lüge soll in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist und Löwe und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel über Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie hat meine erfundene Katzenhaarallergie als Unsinn erkannt. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool. Einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und in einen abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart Geisel von Arcadia Bay. Okay. Machen wir uns mal hier Infotafel. Rachel ist eine Eiche. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. So. Dann wollen wir uns doch mal hier. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Mit dem richtigen Werkzeug kriege ich das auf. Aufbrechen. Ich habe ja hier noch gar nichts zum Aufbrechen. Wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas finden? Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Mm? Fuck you, Dwight. Fick dich, Dwight. So, können wir denn... Ach, warte, guck mal. Eichhörnchen. Eichhörnchen? Eichhörnchen? I guess nature doesn't quite provide. Ja, wie süß sie sind. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Jetzt sind da Tauben, nein.
Schön. Boo. Bye, was kommt jetzt? Das sind die. Cool. Die kommen einfach immer wieder, Mann. Ey. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Na gut. Na gut, dann lassen wir die jetzt einfach da sitzen, würde ich sagen. Widmungstafel. I wonder if I could use this to get the quarter out. Wäre gar nicht mehr so schlecht. Kann ich die... Na, runterbrechen kann ich die nicht. Schade. Reifenschaukel. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Hm? So, jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, wie wir eventuell dieses Schild darunter kriegen. Hm. I don't want to head down there just yet. Ja, und will ich noch nicht hin. Ja, gut. Drehen wir uns einfach um. So, was könnten wir denn eventuell dafür benutzen, um das da rauszudrehen? Eiche, Rachel ansehen. Not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Hm. Könnte ich natürlich auch fragen, ne? Rachel! Hey! I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? Ah, warte mal. I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Ich habe eine andere Idee. Habe ich eine andere Idee? Ich habe eine andere Idee. Warte mal, wir lesen mal eben. Chloe Price. Fluor, Iod, Kohlenstoff, Kalium, Tiller, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sie... Hups. Chloe Price. Fluid, Iod, Kohlenstoff, Kalium, Tellur, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das Imperionsystem fickt euch liest? Ich habe dafür Ärger bekommen, du Fluor, Sauerstoff, Tellur, Sellen. Du hast mich gerade eine Fortesse genannt. Hä? Tellur ist T und Sellen C. Fick dich, du bist so tot. Bist. Cool. So, ich versuche jetzt mal mit der Nagelfeile das Schild runterzukriegen. Damit ich nämlich die Nagelfeile nicht kaputt mache. Ich bin so ein Badass. Schmeiß doch die Pfeile nicht weg, du Nuss. In Stealing honor a dedication of. Plate takes persistence. Oh boy. Okay, Leute, mach mal ganz kurz eine Pause. Ich muss, glaube ich, mal auf Dinge, auf, ich muss mal für kleine Königstiger, ne? Ich sag dann mal bis gleich.